Sailor-Making. Ich habe mir überlegt, ich mache heute mal wieder was Schönes zum Thema Sailor Moon. Und ich wollte auch gerne mal wieder Macarons machen. Und darum habe ich mir gedacht, mache ich da doch Luna P. Macarons draus. Leider ist mein Macaronteig nicht so schön dunkel geworden. Da hätte ich ein bisschen mehr Lebensmittelfarbe mit reinmischen müssen. Aber das kann ich ja mit diesem tollen Deko-Icing gleich noch so ein bisschen ausgleichen. Ich habe mich für französische Macarons entschieden und eine Eierlikör-Ganache. Die Rezepte, die ich genau habe, habe ich hier natürlich nochmal für euch verlinkt und natürlich auch in der Videobeschreibung und auf der Endcard werdet ihr natürlich auch nochmal die Links finden, um zu den Grundrezepten zu kommen. Ihr könnt aber natürlich euer Lieblingsrezept dafür nehmen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt so eine Eierlikör-Ganache machen oder wenn es sich um Kinder handelt, solltet ihr sowieso keine Eierlikör-Ganache machen, sondern lieber irgendwie eine Schokoladen-Ganache oder ihr macht eine Buttercreme dazwischen oder vielleicht Marmelade oder sonstiges. Ihr könnt natürlich auch Schokoladenmakarons daraus machen oder Nussmakarons oder welche auch immer ihr möchtet. Wichtig ist nur, wenn ihr die Macarons macht, ich mache ja meistens immer in meinen Videos verschiedene Varianten, ob nun in Katzenform oder Bärchenform oder so Herzförmchen oder einfach runde Macarons, wie sie auch gehören eigentlich. Und ich habe jetzt hier diese katzenförmigen Macarons gemacht. Die sind leider zum Teil so ein bisschen verkrüppelt. Aber das macht nichts, ich gebe ihnen trotzdem eine Chance. Als erstes sortiere ich mir immer die Macarons so zusammen, dass sie auch gut zueinander passen, damit das dann auch hinterher so relativ einheitlich aussieht, wenn ihr die dann fertig habt. Bei der Ganache mache ich es auch so, diese Eierlikör-Ganache muss ja für 4 Stunden im Kühlschrank stehen. Und ich nehme die dann meistens so eine halbe Stunde bis Stunde vorher raus, damit die dann auf Zimmertemperatur nochmal kommen kann. Und dann mixe ich die mit dem Mixer nochmal durch, darum habe ich mir die auch schon mal rausgestellt, damit die dann so richtig schön cremig wird. Und die können wir dann einfach mit einem Spritzbeutel zwischen die ganzen Macarons dann schön drauf spritzen. Als erstes fange ich jetzt aber damit an, das hier schön schaumig zu schlagen. Schön cremig habt, dann könnt ihr das auch schon mal in so einen Spritzbeutel füllen, beziehungsweise ich nehme hier auch gerne einfach solche Gefrierbeutel. Da kann man nämlich einfach vorne dann so eine Ecke abschneiden und das damit dann schön so zwischen diese ganzen Macarons füllen. Ich lasse auch immer so einen kleinen Rest hier noch mit drin, denn da diese Ganache ja gelblich ist und Luna P. natürlich so einen Halbmond oder also so einen Sichelmond eher gesagt auf der Stirn hat, können wir das natürlich schön mit der Ganache dann auch da drauf malen. Bevor wir die jetzt befüllen, machen wir natürlich erstmal unsere Deko und zwar auf die Hälfte der Macarons, die wir haben, denn auf die untere Hälfte muss natürlich nichts drauf. Ich werde jetzt 2 davon mit dem schwarzen Icing so ein bisschen dunkler machen. Und 2 werde ich mal so lassen, dann könnt ihr selber entscheiden, welche Variante ihr dann auch besser findet. Und am besten ist es auch, wenn ihr den Teig vorher mit genug Lebensmittelfarbe schwarz einfärbt, dann habt ihr hinterher nicht das Problem, dass ihr sie dann nochmal irgendwie bemalen müsst. Für die Deko nehme ich mir jetzt verschiedene Icing-Farben. Für Luna P. braucht ihr Rot, Blau, Weiß und natürlich Schwarz. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, euch einfach solche Spritztönen draufschrauben oder, wie ich das gerne mache, mit einem Pinsel arbeiten. Und wenn ihr die dann noch komplett bestreichen möchtet mit Icing, dann nehme ich mir so einen kleinen Spatel sozusagen und bestreiche die dann damit.
jetzt alle unsere Lunapé-Gesichter da drauf gemalt haben, auch wenn das bei mir bei den Hellen so aussieht, als hätten sie jetzt einen Bart und dicke Augenbrauen, hoffe ich trotzdem, dass man sie erkennt. Ich glaube, die Schwarzen sind dann doch besser geworden. Jetzt wollen wir die natürlich noch zusammensetzen. Darum drehen wir uns jetzt die andere Hälfte der Macarons, die wir nicht bemalt haben, um. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Ganache. Hier schneiden wir dann einfach in diese Tüte ein Loch rein. Und dann spritzen wir uns hier immer so einen Kreis auf die Macarons drauf. Und wenn wir das getan haben, dann legen wir natürlich die passenden Gesichter oben auf die anderen Macarons drauf und drücken die so leicht runter. So, tada, und dann wären unsere Lunapé-Macarons auch fertig. Schöner wird es natürlich, wenn man den Teig dann vorher richtig schön schwarz einfärbt und nicht so grau-braun hat und den dann hinterher anmalen muss. Ich glaube, wenn man es von vornherein richtig schön einfärbt, dann wird das wirklich um einiges schöner. Ich habe jetzt hier zwei Varianten gemacht, einmal die mit dem angemalten Gesicht und einmal die, wo ich halt nur die ganzen Details vom Gesicht aufgemalt habe. Ich finde, man kann erkennen, was es sein soll. Schmecken tun sie auf jeden Fall auch sehr gut. Und ihr könnt die, wie gesagt, mit jedem Rezept machen, was ihr gerne möchtet. Oder auch natürlich befüllen mit jedem Frosting, was ihr gerne möchtet. Und wenn ihr sowas nachmacht, dann schickt mir gerne Bilder und schreibt mir auch sehr gerne Kommentare dazu, ob ihr das toll findet, ob ihr das nicht so gut findet oder ob ihr nochmal was sehen möchtet zum Thema Sailor Moon oder vielleicht zu einem anderen Thema, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Und ich werde die jetzt verputzen, darum verabschiede ich mich hier schon mal und sage bis dann. Bye bye! So, und jetzt sind wir schon wieder auf der Endcard. Hier unten kommt ihr zu meinem letzten Freaky Baking Video, daneben natürlich zu meinem letzten Make-up Video, daneben zum letzten Workshop. Und dann findet ihr hier natürlich auch noch an der Seite die beiden Grundrezepte, die ich verwendet habe jetzt für diese Macarons. Wie gesagt, könnt ihr jedes Rezept nehmen, was ihr gerne möchtet. Aber hier sind auch nochmal die verlinkt, die ich verwendet habe. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf meinem zweiten Kanal, der ist daneben, da könnt ihr auch gerne draufklicken und euch mal den Kanal angucken und mal ein bisschen durchstöbern, was ich da so alles gepostet habe. Und wer mag, kann auch gerne abonnieren. Da habe ich auch nochmal hier, da wo abonnieren steht, könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr möchtet. Und jetzt seht ihr wie immer nochmal meine fertige Kreation.